Na gut, ich sag mal so. Wie weit ist Jackie denn weg? Oh, wir gehen mal kurz zum Ripper Dog gucken. Vielleicht gibt's was Neues. Ich hatte hier auch schon so ein paar T-Posen von NPCs. Also, und es soll wohl immer noch Passagen geben, die super buggy sind oder die dir auch das Spiel zerschießen können. Wie gesagt, ich habe keinen Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel ursprünglich war. Ich habe es immer nur gehört, dass es halt so krass buggy gewesen sein soll. Erstmal looten wir. Oh, du gehst einfach. Okay. So gehe ich. Also, wie gesagt. Ich lese mal kurz. Ah, der hat gar keine Nachrichten zu lesen. Ich hatte das, wenn du die Map öffnest und dann für 10 Sekunden nur einen FPS hast. Okay. Es geht eigentlich. Also ich muss sagen, oh, bis auf die paar T-Posen, okay, die ich hatte. Und vorhin hatte ich eine, die hatte einen Topf im Gesicht. Aber ich finde das eher lustig. Solange mir das jetzt nicht das Spiel kaputt macht, kann ich mich nicht beschweren. Bin ich noch bis jetzt gut durchgekommen. Wie gesagt. Ich wollte looten. Bist du schon lange hier? 2 Jahre. War am Anfang nicht leicht, aber jetzt kenne ich die richtigen Leute. Am wichtigsten Biss ist es, die richtigen Leute zu kennen. Flexibel und kooperativ zu sein hilft auch. Bräuchte deine Dienste. Sag einfach, was du brauchst. Ach, das kann ich bei dem auch machen. Okay. Hast hochwertige Tech im Sortiment. Hab den besten Lieferanten der Stadt auf meiner Seite. Ja? Vielleicht kenne ich ihn ja. Unwahrscheinlich. Mein Lieferant hält sich lieber bedeckt. Zeig mal, was du für Cyberware hast. Warte mal, wir sind jetzt bei 22 und können bis 36. Wir sind mal bei 27 und können bis 120 hoch. Okay. Was ist das denn hier? Panzerung. Kostet 1 Geld. Nachladegeschwindigkeit. Oh. Panzerung. Ich glaube, ich will Panzerung. Warte, kostet das jetzt 365 oder kostet das dann danach 365? I don't know. Ich glaube, hat bloß 1 gekostet. Ach so, jetzt habe ich ja hier die Teile nicht mehr. Doof. Egal. Ich habe mehr Panzerung. Stimmt, wie muss auf die Teile da oben muss ich achten. Vielleicht könnte ich dann auch noch mal kurz im Inventar ein paar Sachen zerlegen. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Kann ich das überall oder kann ich das nur zu Hause? Ich glaube nicht, dass ich die Schallplatten brauche, oder? Für 3 Geld verkaufen ist auch Quatsch. Käsemesser. Oh,
Brauche ich das? Okay, das kann ich nicht zerlegen. Was ist das hier eigentlich? Gesicht. Ja, warte, wo kann ich mich jetzt anziehen? Ja. Okay. Okay. Werd nun eh noch 2 Jahre warten, dann kann ich mir direkt eine Workstation holen mit der neuen Technik, die dann rauskommt. Ja, aber, also ich muss sagen, warum immer höher, schneller, weiter, neu, mehr? Also ja, die Technik geht natürlich voran, die Leute wollen Geld verdienen. Aber, ja, ich hoffe, dass ich mit meinem PC, den habe ich jetzt 2,5 Jahre, glaube ich, dass ich mit dem noch eine Weile hinkomme. Ich habe einen Stressball. Es ist kein Anti-Stressball, sondern ein Stressball. Weißt du? Ich habe eine 3070, die reicht mir vorne und hinten nicht mehr. Also ich habe das Pendant von AMD zur 3080 und das reicht mir locker. Aber wie du sagst, da hat halt jeder so seins, ne? Ich reiz meine nicht mal aus. Ich glaube, ich könnte das Spiel hier auch auf Ultra spielen. Ich spiele aber nur auf Hoch, also Grafikeinstellungen. Ja. Ich hätte gern... Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auch mir irgendwann noch mal eine zusätzliche SSD einbaue. Beziehungsweise vielleicht einbauen lasse. Ich selber will das nicht machen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Slots frei habe dafür. Aber ich glaube, ich hätte gern noch eine zweite SSD mit mehr Platz. Aber Kondome! Das muss ich mal gucken. AMD war aber auch besser auf lange Zeit gesehen. Warum? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nur die AMD genommen, weil es zu der Zeit die Nvidia nicht gab, die ich wollte. Warum bin ich eigentlich nicht mit meinem Auto gefahren? Naja. Joggen wir mal eine Runde nachts, 10 vor 1. Dein Licht ist kaputt. Ja, also tatsächlich, ich habe die eigentlich nur genommen, weil es die Nvidia nicht gab zu dem Zeitpunkt und ich und mir niemand sagen konnte, wann es die wieder gibt. Und ich aber nicht ewig warten wollte. Deswegen, ja, habe ich AMD genommen. Muss auch sagen, bisher, also, mir ist es eigentlich relativ egal. Du hast zwar mit Nvidia hast du Raytracing, aber du hast mittlerweile, oder ich glaube mit den neueren AMDs auch so eine Art Raytracing. Heißt nur anders. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Raytracing nutzen würde, selbst wenn ich es hätte. Ah, da bist du ja. Boah, das Moped! Motorrad. Das hören, was du rausgeholt hast. Nice! Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Shop benutzt. Hm. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert.
Du solltest den Auspuff austauschen. Hallo? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Buck? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Man kann hier alles mit Geld machen, oder? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, du kannst ja noch ein bisschen warten. Ich will noch ein bisschen gucken. Wir können auch Zeug verkaufen. Was ist das hier? Der zwielichtige Alltag. Lass uns da mal hingehen. Oder fahren. Genau, die hat FSR. Das soll wohl... Ja. Bleib halt mitten auf der Kreuzung stehen. Chat, wie heißt unser Auto eigentlich? Wollen wir unserem Auto einen Namen geben? FSR soll halt so ähnlich wie Raytracing sein. Ich habe es selber noch nie genutzt. Also wie gesagt, ich reiz meine Grafikkarte null aus. Ich denke mir halt, Hauptsache es funktioniert. So. Ich komme hier nicht lang. Das ist eine Brücke. Und ich muss hier wieder zurück. Und dann schräg runter. Gewalttätige Konfrontation. Night City ist für seine Gewalt berüchtigt. Mhm. Für viele Bewohner der... Cool, konnte ich jetzt alles lesen. Alles. Erst Upscaling, okay. Na. No. Ich glaube, wir begeben uns jetzt. Machen wir uns jetzt Ärger? Machen wir uns jetzt Feinde? Wenn wir was auch immer jetzt hier tun? Ist hier Loot? Schönen Abend noch, Susi. War auch nicht mehr so lange. Vielleicht noch ein halbes bis Stündchen. Ich hab Hunger. Oh, ist so schlimm, ne? Ich hab, seit ich diese Tabletten nehmen muss, ich nehme die seit 2 Wochen. Ich weiß nicht, mein ganzer Körper rastet aus. Ich habe ständig Hunger. Meine Haut ist super schlecht geworden.
mein Bauch tut gefühlt jeden Tag weh und oh, ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Aber ich habe keine Lust, zum Arzt zu gehen nochmal. Moment, was ist hier los? Los, gut, feige Sau. Ich habe das Gefühl, bei Raytracing, jemand blendet mir mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Ja, das ist blöd. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich müsste nochmal... Also vielleicht spreche ich das an, wenn ich das nächste Rezept holen muss. Da muss ich solche eh zur Ärztin rein. Aber das ist halt kacke, ne? Wenn du eh schon so aufpassen musst, was du isst. Und jetzt ist bei allem, was ich sonst essen konnte, auch mein Bauch am Meckern. Das ist nicht so nice. Was genau soll ich jetzt hier eigentlich machen? Hier ist doch jetzt Ärger. Ja, wo, ja, klar. Leute, das ist gemein. Das wisst ihr schon. Mit deinem Sniper da hinten! Assassine-Fähigkeit. Ich habe eine neue Waffe. Das ist ja blöd, aber soll es dir da eigentlich besser gehen durch die Tabletten? Wirken sie denn wenigstens weiterhin? Ja. Also ich wollte nochmal nachgucken, aber bisher ja. Aber die Frage ist halt, wenn es gegen das, oder wenn es pro dem einen ist, ist es halt doof, wenn es dann kontra an zwei anderen Stellen ist. So. Das ist halt ein bisschen nervig. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Und wir nehmen das einfach erstmal alles mit. Was wir nicht brauchen, können wir verkaufen. Ne? Warte mal, hier wird mir noch Loot angezeigt.
ist der hier? Oh, ich glaube, das ist so ein Splitter, den ich hacken muss, oder? Wenn der gelb ist. Ja, ich muss mal gucken. Ich denke mir halt auch so, ne, andererseits nehme ich die Tabletten erst seit 2 Wochen. Vielleicht braucht es einen Moment, um sich einzuspielen. Wie gesagt, ich muss ja sowieso regelmäßig jetzt hin, neues Rezept holen. Und ich guck mal, wenn ich das erste Mal ein neues Rezept hole, also es sei denn, es verschlimmert sich jetzt noch irgendwie, dann muss ich auf jeden Fall vorher hin. Aber, ja, werde ich das mit ansprechen. Wie gesagt, ich soll sowieso ja zur Ärztin rein. Da spreche ich das an. Warum leuchtet das hier alles rot? Warte, wenn ich hier das mit dem Ping mache, zeigt es mir an, wo ich was... Was? Ich habe Angst, hier reinzugehen. Warte, Ping. Hey, wow, what the fuck? Wie Eindringling entdeckt. Was hat mich denn jetzt entdeckt? Es ist ja schrecklich hier drin. Was, wenn ich hier vorbeigehe? Was ist das hier für ein Zeichen? Oh. Hier kann ich so wieder so ein Breach. C55. Da kann ich hier auch so ein Breach-Ding machen. Gib mir Geld. Das untere ist doch besser. Extrahiert Euro-Dollar und Quick-Hack-Komponenten. Das ist ja mehr als das obere. Also nehme ich 1C1C. Ja, 1C1C machen. Nein, ich wollte nicht die 55. Stopp, das ist... Ich hab's verkackt. Ich habe auf die 55 anstatt auf das daneben geklickt. C. Warte, was? Ich kann auch 1C ins 55 machen? Nee. Achso, ich hatte bloß 4 Slots. Okay, aber... Wird. Warte, das andere ist draußen irgendwas? Sind hier noch Kameras? Ich glaube, da war eine Kamera oben, oder? Irgendwas?
Da hinten ist eine Kamera. Und unser zweiter Gast ist Karina. Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung über war eine Kamera. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und ja, aber das verstehe ich nicht. Das untere ist doch immer besser. Warum ist das, sind da immer nur zwei? Eins C. Ja, warte, das geht nicht. Eins. Das. Es geht nicht. Das ist zu. 1, 2, 3. Das geht auch nicht. 1, 2, 3. Das geht auch nicht. Warte. Ich muss ja auch nach 1C gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht nicht. 1, 2, 3. Aber warum? Also ich verstehe es wirklich nicht. Warum ist extrahiert Euro-Dollar und Quick-Hack-Komponenten? Warum ist das einfacher als die Dreierzeile? Es macht für mich keinen Sinn, wie ihr merkt. Ist hier noch eine Kamera? Achso, hier ist zu. Gerade, warum komme ich hier nicht rein? Man könnte die Gegner hier vielleicht sogar lautlos killen, wenn man es clever anstellt. Was ist das hier? Nochmal? Auch sowas, oder? Okay. Wir versuchen erstmal das unterste. BD55E9. Wir haben 4 Slots. Easy.